Christina Sterz. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir treffen heute Julius Dean. Er ist der erfolgreichste Zauberkünstler im Internet. Außerdem haben wir dies hier für Sie. Die Zaubervideos von Julius Dean begeistern gerade Millionen von Nutzern in den sozialen Netzwerken. Rund 1,4 Milliarden Mal wurden seine Clips bisher insgesamt angesehen. Eine gewaltige Zahl, wenn man bedenkt, dass er erst vor knapp 2 Jahren sein erstes Zaubervideo ins Netz gestellt hat. Wir wollten wissen, was ausgerechnet den Briten so erfolgreich macht und haben ihn deshalb in London besucht. Was in Europa gerade sonst noch so los ist, das haben wir wie immer im Euromax Express für Sie zusammengefasst. Die Top 10 von Europas Wahrzeichen auf Instagram zeigen wir Ihnen in unserer Serie in dieser Woche. Inzwischen sind wir schon bei Platz 4 angekommen und das ist das Kolosseum in Rom. Das weltbekannte Amphitheater im Herzen der antiken Altstadt wurde im Jahr 80 nach Christus fertiggestellt und ist heute größtenteils eine Ruine. Trotzdem will das Wahrzeichen von Rom natürlich jeder Besucher gerne sehen. Und genau wie jeden Tag haben wir auch heute wieder ein Souvenir für Sie. Diese Tasse hier aus Rom, ebenfalls mit dem Kolosseum drauf, kann man schon bald gewinnen bei uns. Sie kann schon bald Ihnen gehören, zusammen mit all den Mitbringseln aus den anderen Städten, die wir in dieser Woche im Rahmen unserer Serie besuchen. Wenn Sie sie gerne haben würden, dann gehen Sie einfach auf unsere Internetseite auf dw.com/lebensart und verraten Sie uns, welches denn Ihr Lieblingswahrzeichen in Europa ist. Da ist die Auswahl gar nicht so einfach, finde ich. Eins ist schöner als das andere. Ja, und genau das Problem, das kennen auch die Verantwortlichen der Miss Germany-Wahl. Bereits seit 90 Jahren wird bei uns im Land jedes Jahr die schönste gesucht. Früher gab es unterschiedliche Veranstalter. Seit dem Jahr 2000 nun hat die Exklusivrechte eine kleine Firma aus Norddeutschland. Wir haben die Macher hinter den Kulissen getroffen. Wagyu, das heißt übersetzt japanisches Rind und gehört zu den teuersten Fleischsorten hier in Europa. Kein Wunder, dass man es auch auf der Speisekarte des Luxushotels Schloss Elmau findet. Der Familienbetrieb in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen im Süden Deutschlands feierte gerade sein 100-jähriges Bestehen. Das Hotel bietet seinen Gästen gleich mehrere Restaurants. Küchendirektor Mario Corti ist für Sie alle verantwortlich. Er kreiert uns heute in unserer Rubrik Euromax à la carte, passend zur Saison, ein Spargelgericht mit Wagyu-Filet. Ganz in der Nähe, in München, sind gerade die Bilder der deutschen Künstlerin Miriam Ferstl zu sehen. Sie hat Kronleuchter in Kirchen fotografiert, und zwar direkt von unten, sodass sie wie abstrakte Ornamente aussehen. Entstanden sind die Bilder in Kroatien. Dorthin haben wir Miriam Ferstl begleitet. Ja, wenn Sie mehr von uns und Euromax sehen wollen, dann finden Sie uns auch auf Facebook. Wir freuen uns über jeden neuen Fan auf unserer deutschen Euromax-Seite. Damit sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis morgen.